Ein paar Aufgaben zum Vereinfachen oder zum Zusammenfassen. Je nachdem, was ja so geschickt aussieht. Probieren Sie mal Folgendes. 2 hoch a mal 8 hoch b. Kann man da was tun? Die Wurzel, die Quadratwurzel aus x² plus y², kann man da was tun? Und die Wurzel aus 4x² plus 8y², können wir da was tun? So, erstmal rein formal das Erste. 2 hoch a. 8 ist 2 hoch 3. 2 hoch 3 hoch b. Das müsste da stehen. 2 hoch a mal 2 hoch 3 hoch b. 2 hoch 3 hoch b ist aber 2 hoch 3b. Nehme 3 Faktoren 2 hintereinander, schreibe das b mal insgesamt hin. 3 Faktoren 2 hintereinander und das b mal insgesamt hinschreiben. Dann haben Sie 3b Faktoren 2. Und dann kommen noch die a Faktoren 2 dazu. Dann sind Sie bei 2 hoch a plus 3b. A-Faktoren 2, 3b-Faktoren 2 hintereinander geschrieben sind a plus 3b-Faktoren 2, nicht a mal 3b-Faktoren. Da oben kommt ein Plus hin. Der nächste war, um Sie zu irritieren, es wird nicht besser. Bitte da nichts probieren. Was können Sie beim letzten machen? Genau, beim letzten klammern Sie die 4 aus. Aus beiden Summanden unter der Wurzel ziehen Sie die 4 raus. Außerhalb der Wurzel wird es eine 2. Das ist also 2 mal. Die 4 ist jetzt weg, x², aber von der 8 habe ich noch eine 2. So sähe das aus.